Herzlich willkommen bei den Liberators. Heute mit dem Area aka Thomas zur Abwechslung mal. Ich mache heute ein Video über Star Wars The Old Republic. Das MMO von BioWare mit EAS Publisher ist wohl vielen bekannt. Kam damals richtig gut an, ich glaube vor mittlerweile 4 Jahren. Ist recht stark im Kommen gewesen, hat dann leider viele Abonnenten verloren, weil da kein Content nachgeliefert wurde und es kamen immer mehr Leute durchs neue WoW oder dann und durch Diablo 3 wieder weg von dem Spiel. Meines Erachtens zu Unrecht. Was hat sich getan, was hat sich verändert mittlerweile? Es gab ein neues gratis Addon für alle Abonnenten, ist es spielbar, es heißt Knights of the Fallen Empire. Was passiert da genau? Man sieht hier schon die Zusammenhänge, die Story, echte Entscheidungen, BioWare-Geschichte und vieles mehr. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich sagen, dass hier BioWare eine Entscheidung getroffen hat, die mich persönlich als Star Wars-Fan extrem entzückt hat. Und zwar liegt es daran, dass es hier ein MMO ist, weiterhin bestehen mit Raids, Bosskämpfen, Items und dergleichen, jedoch den Fokus sehr stark auf die Story und auf die Erzählung im Star Wars-Universum und die Star Wars-Geschichten hervorhebt und sich dem wieder viel mehr widmet. Was kann das Ganze? Man sieht hier schon einmal als Punkt vorweg, auf der Homepage beschrieben, mit echten Entscheidungen stehen im Mittelpunkt eurer eigenen Star Wars Geschichte, in der jede Entscheidung eine Auswirkung hat. Man muss sagen, das Ganze fühlt sich an, ich zeige es euch dann gleich, ich möchte nur vorab das schon einmal abklären, dass ihr wisst, worauf das Video abzielt. Es ist im Prinzip eine Mischung aus vom Telltale Games bekannter Spielweise, ein interaktiver Film, wo ich Entscheidungen treffen kann und dementsprechend sich die Story dann ein bisschen verändert. Und es hat aber den Aspekt des Star Wars Spiels eben dazu, dass ich auch in meiner Rolle herumlaufen kann, Quests annehmen kann, ganz normal leveln kann und so weiter. Das heißt, es wurde hier der Spagat meines Erachtens sehr gut zwischen interaktiven Film, wo ich nur Passagier bin, bis hin zu einer richtigen aktiven Spielerleidenschaft, wo ich herumrenne mit meinem Charakter und in dieser Welt, die ich verändere, auch herumlaufen kann. Beginnt bei Stufe 60, ist auch hier ein ganz ein großes Gimmick, und zwar BioWare hat sich gedacht, für alle, die jetzt da bei dem Addon wieder zurückkommen und neu einsteigen möchten und dann nicht hochleveln müssen, denn das Level Cap wurde von 60 auf 65 angehoben, damit sich das Ganze zu ersparen, das haben sie natürlich auch, wie es schon Blizzard bei World of Warcraft gemacht hat, ganz einfach, man darf einen Charakter auf Stufe 60 sofort erstellen, kreieren und dementsprechend leicht gleich in diese Story beginnen. Man kann sich auch natürlich weiterhin für Kartellmarken weiter solche Slots kaufen, dass man sozusagen mehrere 60er gleich am Anfang haben kann. Hier steht dann noch, baut eine Allianz auf, ganz wichtig, und zwar stellt den Demos Hand vor diesen Verbündeten zusammen, die sich eurer Allianz anschließen. Trefft neue und alte Gefährte, die bereit sind, euch zu dienen. Ganz einfach gesagt, das Begleitersystem, wie es früher war, dass ich einfach einen Begleiter hatte, der eine war gut als Tank, der andere war gut als Heiler, der hat gut als DD, als Schadensunterstützung. Das gibt so als der klassischen Rolle nicht mehr, es kann jeder alles. Das heißt, die Begleiter, die ich gerne habe oder hatte, mir aber gewünscht hätte, dass er mir als Heiler fungieren wird, weil ich selber Tank oder Damage-Dealer bin, den kann ich jetzt auswählen, indem ich die Rolle auswähle und die macht er dann. Also natürlich haben die unterschiedliche Skills, also einer ist besser im Heilen, einer nicht so gut, aber er kann trotzdem heilen, kann ich dann meinen Begleitern aufgeben. Hier steht auch neue Verbündete, das klingt doch komisch, ist aber so, und zwar man verliert zu Beginn der Story alle Verbündeten und aufgrund der Story, ich will jetzt nichts spoilern, gewinnt man eben neue Gefährten und alte wieder dazu, die sehr, sehr gut in dieser Story verknüpft sind und richtig Spaß machen. BioWare hat genau die richtige Nuance an Humor, an Tiefgründigkeit und an Spannung, hier einen Spannungsbogen aufgebaut, dass das richtig Spaß macht. Eure eigene Saga spielt eine von 8 verbesserten Klassenstories, die noch tiefer gehen und leichter zugänglich sind, um eure ganz eigene Star Wars Geschichte leben zu lassen. Für alle, die neu beginnen ab Level 1, hat BioWare versprochen, dass diese Story Quests, die dich bis Level 60 begleitet haben, viel intensiver und viel besser sein sollen. Dadurch zählt auch ein anderes Erzählungsinstrument, das jetzt die ganzen Entscheidungen ein bisschen optisch anders ausschaut. Es erinnert mich ein bisschen mehr an diese alten Klassik-RPG-Spiele, wo ich nur Text unten hatte, ja, nein, Angst, weiß nicht, kann auswählen und dementsprechend gibt die Story weiter. Zusammenhängende Story, das ist nur der Anfang einer ständig erweiterten Star Wars Geschichte, es werden regelmäßig neue Kapitel veröffentlicht. Und hier steht zum ersten Mal schon neue Kapitel veröffentlicht, jetzt seit Release dieses Addons
gab es einen neuen Kapitel, es sollen weitere kommen. Für Abonnementen, Belohnungsprogramm. Warum? Ganz klar, BioWare möchte natürlich viel mehr Leute wieder an Star Wars The Republic binden. Für alle, die bis 11. August Abonnent waren, haben den Gefährten schon mal, den Nico Okark, dazu bekommen. Seine Blaster, vermächtnisgebunden, können alle keine Charaktere tragen. Staubmantel, ja, ein Fahrzeug, und man hatte den frühzeitigen Zugang schon von 11. bis 20. Oktober. Das wäre recht genial, da gehört ich auch dazu und ein bisschen früher spielen das Ganze. Von der Besetzung her, Arkane, der dunkle Prinz, ich möchte die Story gar nicht spoilern, man kennt vielleicht den Trailer, man kann sich ihn anschauen, es ist sehr gut, es ist schon mal einer der Prinzen, der seinen Bruder geopfert hat, wie gesagt, um selbst an die Macht zu kommen. Valkorion ist der unsterbliche Imperator, eigentlich das böse Ebenbild, das wir eigentlich durch die ganze Galaxie jagen und eigentlich vernichten wollen. Der Fremdling sind wir. Wir sind der Veteran, das ist eure Geschichte, hier steht es auch, wir sind der Fremdling, der jetzt da dazukommt. Zu den Begleitern möchte ich nicht spoilern, das solltet ihr euch selbst anschauen. Hier sehen wir noch einmal die Kapitel in Übersicht. Lass uns mal kurz schauen, ob wir das ein bisschen besser einfangen können. So, Kapitel 1, die Jagd, Kapitel 2, der Traum eines Imperiums, der Fremdling, die Gravestone, aus dem Grab Asyl, Herrin der Leiden, Abflug, die Allianz, Anarchie im Paradies und Leugnung. Das sind die mal offiziell bekannt sind. Spielbar war es bis gestern noch bis Kapitel 9, da stand Kapitel 10 folgt in Kürze. Das heißt, 10 und 11 wurde hier zumindest schon einmal announced, dass es sie geben wird. 12 bis 16 steht demnächst. Ich behaupte mal, dass wir das erst nächstes Jahr spielen. Wir haben heute den 13. November, also Freitag den 13. Ich glaube kaum, dass es als Grudelüberraschung jetzt noch die ganzen Dinger hier heuer geben wird. Also das wird erst nächstes Jahr dazu kommen. Man kann sich einen extrem interessanten, coolen Trailer anschauen. Es gibt schon viel, das ein bisschen die Story nicht spoilert, aber Wallpapers kann man da, Screenshots anschauen. Ich kann nur empfehlen, Schaut es euch an, es ist richtig cool. Und wir machen jetzt einen Blick direkt in das Spiel hinein und ich zeige euch einmal, was hat sich wirklich geändert und was ist neu. Vielleicht interessiert es euch ja, dass ihr auch damit anfängt. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück, jetzt in dem Spiel herinnen. Man kann hier sehen, dass ich schon einige Charaktere jetzt mittlerweile 65 gespielt habe, also Aramis habe ich zum Beispiel gespielt, das ist jetzt da ein Sith Juggernaut Tank auf 65, ich habe mir schon einen Kopfgeldjäger, einen Söldner auf 65 gespielt, eine Hexe auf 65, einen Kommando auf 65, einen Scharfschützen auf 65, dann, hier bin ich noch dabei bei einer Hüterin, die ist gerade auf 63, eine jede Gelehrtin, eine Revolverheldin. Also ich bin sozusagen dabei, alle Klassen hier auf 65 zu spielen. Warum? Die grundlegende Story ist im Prinzip nicht wirklich anders wie bei allen anderen. Jedoch macht es Spaß, auf 65 alle Charaktere zu bringen, vor allem hat sich ein bisschen was getan. Hier links sieht man die Klassen-Stories. Ich habe 8 von 8 abgeschlossen. Das heißt, ich habe mit jeder Klasse alle Klassenstories gemacht, da kriegt man den Titel legendärer Status. Man hat dann neben seinem Porträtrahmen so ein Legendary-Symbol und man sieht auf 5 Kilometer, dass man ein Nerd ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt reingehe mit Rufio, ist jetzt einer meiner Charaktere. Schauen wir mal rein bei ihm. So, da la. Hier sieht man schon das Symbol der lebende Legende, ein Nerd-Symbol hier auf der Seite. Man kann, und zwar, das sind meine ganzen Flashpoints-Operationen, was ich relativ cool finde, ist, dass jetzt da alle storybezogene Quests violett gemarkt sind. Man weiß dadurch, okay, was sieht es denn jetzt nicht. Hier habe ich Kapitel 10, Spielen in Kürze. Ja, Kapitel 10, Anarchie im Paradies in Kürze. Wenn ich da auf Spielen gehe, würde mir eben zeigen, Anarchie im Paradies, in Kürze, kann ich jetzt noch nicht spielen. Diese Main Quest nehme ich auf meinem Schiff an, beim ersten Mal. Und da kann ich dann sozusagen beginnen mit dieser Hauptstory. Ich will euch jetzt zeigen, was sich geändert hat. Also die Begleiter schaut das jetzt komplett chaotisch aus. Wieso? Ich habe hier viele.
Nicht verfügbare Gefährten werden viele einigen von Eric Chong wahrscheinlich was sagen. Allianz-Spezialisten und so weiter, ich will da nicht viel spoilern. Es gibt auf jeden Fall ein Rufsystem hier, da sehe ich, auf welchen Rang das Ganze hat. Hier habe ich eben die Rolle, was ich euch gesagt habe, zwischen Heilen, Tank, Schaden. Jeder kann hier alles, was extrem viel Laune macht, weil ich eben dann meinen Gefährten in meiner Lieblingsrolle eben hier in dem Fall als Heiler habe, ist klar, weil ich bin Damage-Dealer hier als Söldner, mitnehmen kann. Das macht richtig, richtig Laune. Ich habe, wie gesagt, dieses neue System, was auch ganz, ganz, genau, das habe ich nicht vergessen, was ganz, ganz neu ist. Dieses Outfit-System, das ist nicht wirklich ganz, ganz neu, das sollten viele kennen, dass ich optisch mich verändern kann, ausschauen kann, wie ich will. Das ist kein Problem. Was auch neu ist, ich habe jetzt nicht mehr, früher hatte ich den Wert jeder Klasse spezifisch, so wie in World of Warcraft. Also für Nahkämpfe Stärke wichtig, für Distanz war dann Angriffskraft und für Distanz jeder seiner Klasse. Das heißt, man hatte als Söldner Zielgenauigkeit, als Schurke List, als Hexer Willenskraft. Also jeder hatte sein Main-Attribut. Das wurde gekübelt. Das hat man mit dem neuen Addon in den Mistkübel getreten und gesagt, es gibt es den Wert Meisterschaft. 1:1 abgekoppelt von Blizzard. Warum? Weil es viel vereinfacht. Jetzt gibt es natürlich Vorteile und Nachteile bei dem Ganzen. Vorteil, jeder kann alles tragen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, rüstungstechnisch mit schwerer, mittlerer oder was auch immer Rüstung, das ist gleich geblieben, sondern jeder kann alles tragen, heißt, wenn die Werte mit Angriffskraft und dergleichen passen und Meisterschaft ist für jede Klasse sinnvoll. Ja? Jetzt hat es nämlich Angst gegeben, dass jeder auch auf alles rollt. Das heißt, auch wenn das Ding ausschaut wie ein Helm, was eigentlich ein Heiler nicht braucht, so optisch gesehen, sondern nur ein DD, wie auch immer, konnte man drauf rollen. Jetzt hat BioWare eingeführt, und das finde ich recht cool, dass jeder bei seinem Flashband oder seinen Raids, wenn er draufklickt, für seine Klasse ein Item bekommt. Zumindest bei diesen taktischen Flashpoints und schweren Flashpoints, ja, hat das jeder bekommen. Bei Operation ist es noch immer so, dass Items droppen, man drum würfeln kann und so weiter. Ich muss dazu sagen, es macht richtig Laune, seinen Charakter je nach Geschmack zu variieren, zu kreieren. Es ist jetzt egal, ob man in sein Vermächtnisschließfach geht und sich, ich weiß nicht, in Weiß-Weiß anschaut oder in Schwarz-Schwarz, wie ich ihn habe, recht cool ausschaut. Also da kann man richtig einiges machen. Man darf nicht vergessen, es ist halt einer meiner Twinks. Also ich habe da mehrere und es gefällt mir einfach. Einfach die Spielweise mit dem Ganzen. Also wie gesagt, das ist jetzt leider noch nicht weiter zum Spielen. Sollte kommen. Mal schauen, wie wir was waren. Und ja, dann... In der Zwischenzeit wurde auch das ganze Rufsystem komplett überarbeitet. Also bei seinem Begleiter eben Ruf zu bekommen, hat daraus mir Sinn. Warum? Wenn ich jetzt einen Begleiter habe, der ein höheres Level hat, dann bekomme ich auch bei ihm automatisch, wenn wir es hier sehen, plus 600 Präsenz, wenn herbeigerufen, 18% zertifizierte Crewfähigkeitenaufgaben, 600 kritische Rate für Crewfähigkeitenaufgaben. Also es steigert die Leistung einfach des anderen. Wenn ich mir den hier nehme, kriege ich nur 250%. Und so weiter. Also umso höher ich hier das Level habe. Das funktioniert weiterhin genauso wie gehabt über die Gegenstände wie hier. Ein Erinnerungsstück, ja, wo ich dann sehe, Lana Bernickers Reaktion kein Einfluss geben. Also wenn ich ihr das gebe, das Geschenk, interessiert das gar nicht und der Ruf B wird nicht stärker. Hole ich mir jetzt natürlich einen anderen Gefährten hinzu. Aber noch die ganzen Fähigkeiten. Wenn ich mir jetzt einen anderen Gefährten dazu hole, der hat dann vielleicht mehr Spaß an diesem Geschenk. Schick sie weg, hol mir den anderen. Wenn ich jetzt schon steht, hier auch kein Einflussgewinn. Müsste ich ausprobieren, bei welchem Charakter es hier sinnvoll wäre. Auch keiner. No, das will irgendwie keiner haben, das Geschenk. Schauen wir mal beim T7 an. Der T7, der wird sich freuen, großer Einflussgewinn. Also wenn ich das den T7 jetzt gebe, das können wir jetzt gemacht machen. Zack, 1152 und ist schon auf Stufe 3 gehupft. Na bitte, war auf 1, jetzt ist auf 3. Also wie gesagt, man schafft den Rang höher, es gibt maximal 50. Level Cap wurde auf 65 erhöht, also das macht richtig Laune. Es gibt natürlich neue Flashpoints, neue taktische Flashpoints wurden alle, es wurde umgemodelt, es gibt jetzt ein neues System, statt Marken gibt es jetzt Kristalle, also es hat sich einiges getan. Ich persönlich muss sagen, es macht richtig, richtig Laune. Wenn ihr möchtet, kann ich euch die Story mit euch gemeinsam mal spielen, mit einem Charakter, der das noch nicht gemacht hat.
Und wenn du sagst, na, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dann ja, lassen wir es. Dann soll das ein kurzer Einblick nur gewesen sein, in was es gibt, was hat sich getan. Ja, es gibt Housing, wie man sieht. Ich bin hier in einem meiner Häuser. Es gibt da unterschiedliche, man kann sich unterschiedliche Häuser zulegen und ja, die dementsprechend einrichten, Leute einladen, Zugriff darauf lassen, wie man möchte. Ich persönlich finde es echt cool. Jetzt nicht überlebenswichtig. Viel mehr Spaß finde ich, dass das Ganze jetzt in der Story richtig verknüpft wurde. Und ja, eine, wie für mich ist das neue Addon wie ein neuer Star Wars Film. Es kommt sowieso im Dezember ein neuer Film raus. Für mich ist das schon mal dieses Addon ein super Film. Es erzählt nämlich sehr gut die Handlung. Und ja, es hat sich schon ausgezahlt. Ich kann jedem empfehlen, der einen Account irgendwo hat, noch reaktivieren kann, einmal zu aktivieren, zumindest einen Monat zu spielen und sich das Ganze mal anzusehen. Das macht richtig, richtig, richtig Laune. Bis dahin, alles Liebe, euer Area.